Hallo Leute, wir sind hier zurück bei unserer Villa Rustica, unserem römischen Gutshof, wo wir heute das Projekt der Gebäudehülle angehen. Und wie ihr sehen könnt, einige Schalkoboxes voll mit Material plus eine Kiste. Mal schauen, wie das vorwärts geht. Und vielleicht gibt es am Ende dieser Folge dann noch einen Update zum Berg, der da hinten gerade nicht sichtbar ist. Mal sehen. Aber zuerst müssen wir hier das Ganze etwas einebnen, denn dies ist die Grundfläche, das heißt alles, was höher ist, kommt weg. Wie ihr sehen könnt, sind die Grundmauern nun platziert. Sie müssen noch einen Block höher werden. Und hier auf der hinteren Seite, da schwebt das Ganze noch mächtig in der Luft. Auch auf der anderen Seite bei der Kaktusfarm. Da habe ich die Mauern zwar bis ganz unten durchgezogen, aber das integriert sich noch nicht so schön in die Landschaft. Also das heißt, da müssen wir noch was machen. Und ursprünglich hatte ich geplant, den Eingang hier in dieser Richtung zu machen. Aber hier auf dieser Seite ist das Gelände etwas steil. Daran denke ich, die Vorderseite wird hier raus schauen, wo wir etwas ein gemächlicheres Gefälle haben. Nun werde ich aber hier noch das Fundament vervollständigen, bevor wir dann mit den effektiven Mauern weitermachen. Und wie ihr sehen könnt, hier im Innenbereich haben wir etwas Platz. Und ich denke, vielleicht schaffen wir es, all den Output von den verschiedenen Farmen hier irgendwo zentral zu speichern oder hinzubringen, so dass wir nicht immer rundherum springen müssen, wenn wir was brauchen. Ja, das sind mehr als eine Reihe, die ich hinzugefügt habe. Aber die obersten fünf, die sind eigentlich nur so der Hintergrund, die Fassade, auf die wir dann weitere Details projizieren werden. Und wie ihr sehen könnt, gibt es da so eine leichte Schattierung. Unten haben wir etwas mehr die Steinblöcke und so etwas, das Moosige, das Nasse. Und gegen oben hin wird es heller, weil ich denke, unten ist vielleicht auch sammelt sich der Dreck etwas mehr an. Nun aber muss ich rausfinden, wo genau hier die Mitte ist, damit ich hier den Eingang reinmachen kann und dann auch schauen, wie wir mit dem ganzen Rest umgehen, so dass das nicht so flach und eintönig daherkommt. Nun, das nimmt ja langsam Formen an, hier auf der Außenseite und auch auf der Innenseite. Was man jedoch wissen muss, die römischen Villas hatten die Fenster oder die Öffnungen, die Licht reinlassen, Richtung Innenhof. Das heißt, die Öffnungen, die wir hier außen haben, die sind hauptsächlich dekorativ, sodass das Ganze nicht so flach und formlos von außen aussieht. Und hier
für die vier Türme auf den Außenseiten, da muss ich mir noch was überlegen. Und hier haben wir die Türschwelle und da machen wir was ganz Feines, um sicherzustellen, dass da keine Mobs reinkommen. Machen wir ein paar Carpets, dreilagig, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh, oder machen wir vielleicht vier Lagen, schadet nicht, weil die Mobs, die erkennen nicht, dass hier ein Carpet ist, sondern sehen nur, oh, da geht's tief runter, da gehe ich nicht rüber. Und ja, hier unten müssen wir dann, machen wir das so, wobei auf der anderen Seite, also auf der Seite, wo wir hier stehen, da werden wir dann ja sowieso dann auch zumachen, so dass wir auf dieser Ebene in etwa unseren Boden haben. Und hier, wenn ich hier in der Mitte, sieht es so aus. Und dies werden dann effektiv Fenster sein, die Licht reinlassen. Hier auf dieser Seite in der Mitte gibt es ein etwas breiteres Fenster oder eine breitere Öffnung, dass das Ganze auch aufgeht, denn es ist eine gerade Anzahl an Blöcken in der Breite, was das Ganze etwas schwierig macht. Und wenn wir hier genau schauen, haben wir auf der einen Seite zwei Öffnungen, auf der anderen Seite eine. Das heißt, die Tür, die ist nicht genau in der Mitte. Nun denke ich aber, mache ich noch den Rest der Dekoration außen fertig. Und dann können wir das nochmals anschauen. Wie ihr sehen könnt, ist die Fassade nun dekoriert und auch die Ecktürme sind etwas gepimpt. Sehen nicht ganz so gut aus, weil auf der Innenseite habe ich nicht genügend Platz, dass ich da wirklich das gleiche Muster verfolgen kann. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ein Dach draufsetzen. Und da seht ihr schon mal, der Innenhof, der ist jetzt schon einen Block höher. Und da, wo wir die Außentürme haben, da müssen wir auch noch etwas in die Höhe, so dass letztendlich die ganze Farm im Turm verschwindet. Aber für den Hauptteil, das ist es jetzt bereits hier. Ich denke, ich ziehe mal die Wände hoch und dann setze ich ein Dach drauf und dann schauen wir uns das Endresultat nochmals an. Und da haben wir es. 5 weitere Farmen sind versteckt hinter einem Gebäude. Und das Dach ist draufgesetzt und wie ihr sehen könnt, es ist nicht ganz symmetrisch. Der Gradient, die Steilheit nimmt nach oben ab. Und wenn wir auch die Innenseite und die Außenseite sehen, auf der Innenseite geht es nicht ganz so weit hoch wie auf der Außenseite. Das ist alles bewusst so gewählt. Nun, aber
Ich hatte gehofft, ich könnte euch noch was beim Berg zeigen, aber die Zeit ist doch schon etwas fortgeschritten. Drum sage ich an dieser Stelle Tschüss und kommt nächstes Mal wieder dabei vorbei, wenn wir wieder auf ein Abenteuer mit ein paar Kollegen gehen. Bis dann und Tschüss!